Am Donnerstag stand für unsere Frauen des VfL Wolfsburg das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Women's Champions League an. Gegner war Eskilstuna United aus Schweden. Von Beginn an schnürte unsere Elf die Gegnerin in die eigene Hälfte. Lara Dickenmann hier in der 5. Minute mit der starken Hereingabe. Und dann war da Zanetja Karpfi mit dem 1:0 für die Wölfinnen. Und auch der nächste erfolgreiche Angriff lief nach dem gleichen Schema ab. Wieder brachte Lara Dickenmann den Ball sehr gut in den Strafraum. Die Flanke fand den Kopf von Jakabfi. Leicht abgefälscht ging der Ball dann in der 16. Minute zum hochverdienten 2:0 über die Linie. Beinahe aus dem Nichts dann diese erste gefährliche Szene der Gastgeberinnen. In der 31. Minute langer Ball aus der Abwehr, Missverständnis in der VfL-Defensive und dann war da Mirja Banusic mit dem Anschlusstreffer zur Stelle. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabine. Nach der Pause spielte weiter aber nur eine Mannschaft, 52. Minute. Jakabfi mit ganz viel Platz und den nutzte sie. Das 3:1 für den VfL, der dritte Treffer für Zanet und damit war ihr Torhunger noch nicht gestillt. Nur 11 Minuten später krönte Jakabfi ihre überragende Leistung am langen Pfosten lauernd mit dem 4:1 für die Wölfinnen. Den Schlusspunkt in einer sehr souveränen und hochdominanten geführten Partie konnte dann Alexandra Popp mit diesem herrlichen Kopfballtreffer in der 76. Minute setzen. Spielerin des Spiels war natürlich die 4-Tore-Frau Zanetja Karpfi, die wir natürlich zu ihrem Viererpack interviewt haben. Zanet, herzlichen Glückwunsch zu einem 5:1 hier heute. Du hast den Ball mit dabei. Ich glaube, den lässt du heute nicht mehr aus den Händen, oder? Nee, auf keinen Fall. Das ist jetzt endlich mal ein schönes Geschenk, was ich hier mitnehmen kann. Und ja, ich freue mich, dass wir 5:1 gewonnen haben und eine sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel erschaffen haben. Es ist Champions League, ja, und Jeanette hat dreimal schon an der Stamford Bridge getroffen in Chelsea und heute viermal. Das ist natürlich herausragend. Sie war heute die einzige nominelle Spitze, die wir aufgeboten haben. Und wenn sie dann so erfolgreich ist, ist es natürlich wunderschön. Ich freue mich sehr für Jeanette. Sie ist schon so lange in Wolfsburg und gehört so fest zum Team. Hatte schwierige Phasen mit den vielen Verletzungen, die sie hatte. Und ja, es freut mich ganz besonders, dass sie heute mit den 4 Toren der Mannschaft so helfen konnte. Aber wir haben eine glänzende Ausgangssituation und wollen natürlich auch im heimischen AOK-Stadion nächste Woche unseren Zuschauern was bieten und werden weiter nach vorne spielen. Und hoffentlich können wir dann ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen. Kommt der Spielball heute unter das Kopfkissen? Nein, ich glaube, der ist viel zu groß dafür. Eine prima Ausgangslage für das Rückspiel, das am kommenden Donnerstag um 18 Uhr im AOK-Stadion angepfiffen wird. Seid dabei, wenn unsere Frauen ins Viertelfinale der Champions League einziehen wollen.